Lektion 94. Ich bin, wie Gott mich schuf. Heute fahren wir mit dem einen Gedanken fort, der vollständige Erlösung bringt. Mit der einen Feststellung, die jeder Form von Versuchung die Macht entzieht. Der einen Idee, die das Ego zum Schweigen bringt und es vollständig aufhebt. Du bist, wie Gott dich schuf. Die Geräusche dieser Welt verstummen. Jeder Anblick dieser Welt verschwindet. Und alle Gedanken, die diese Welt jemals barg, werden von diesem einen Gedanken auf ewig weggefegt. Hier ist die Erlösung vollbracht. Hier ist die geistige Gesundheit wiederhergestellt. Wahres Licht ist Stärke. Und Stärke ist Sündenlosigkeit. Wenn du so bleibst, wie Gott dich schuf, dann musst du stark sein und Licht muss in dir sein. Er, der deine Sündenlosigkeit sicherstellte, muss auch der Bürge sein für Licht und Stärke. Du bist, wie Gott dich schuf. Das Dunkel kann die Herrlichkeit des Sohnes Gottes nicht verschleiern. Du stehst im Licht, stark in der Sündenlosigkeit, in welcher du erschaffen wurdest und in der du bis in alle Ewigkeit verbleiben wirst. Auch heute wollen wir die ersten 5 Minuten jeder wachen Stunde auf den Versuch verwenden, die Wahrheit in dir zu verspüren. Fang diese Zeiten der Erforschung mit diesen Worten an. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin sein Sohn in alle Ewigkeit. Versuche nun, den Sohn Gottes in dir zu erreichen. Dies ist das Selbst, das nie gesündigt hat, noch sich ein Bildnis machte, die Wirklichkeit zu ersetzen. Dies ist das Selbst, das sein Zuhause in Gott nie verließ, um in Ungewissheit auf der Welt zu wandeln. Dies ist das Selbst, das weder Angst kennt, noch sich Verlust, Leid oder Tod
vorstellen könnte. Nichts wird von dir verlangt, um dieses Ziel zu erreichen, außer alle Götzen und Selbstbildnisse wegzulegen. Über die Liste der Eigenschaften, der Guten wie der Schlechten, die du dir zugeschrieben hast, hinauszugehen und in stiller Erwartung der Wahrheit zu harren. Gott selbst versprach, dass sie allen offenbart werde, die darum bitten. Du bittest jetzt. Du kannst nicht scheitern, weil er nicht scheitern kann. Wenn du der Anforderung nicht genügst, die ersten 5 Minuten jeder Stunde für die Übung zu erübrigen, dann rufe dir zumindest stündlich in Erinnerung: Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin sein Sohn in alle Ewigkeit. Sage dir heute häufig, dass du bist, wie Gott dich schuf. Und vergewissere dich, dass du jedem, der dich zu reizen scheint, mit diesen Worten begegnest. Du bist, wie Gott dich schuf. Du bist sein Sohn in alle Ewigkeit. Gib dir alle Mühe, heute die stündlichen Übungen durchzuführen. Jede davon, die du durchführst, wird ein Riesenschritt auf deine Befreiung hin sein und ein Meilenstein auf dem Weg, dir das Denksystem anzueignen, das dieser Kurs darlegt. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin sein Sohn in alle Ewigkeit. Du bist, wie Gott dich schuf. Du bist sein Sohn in alle Ewigkeit. Ich bin, wie Gott mich schuf. Ich bin sein Sohn in alle Ewigkeit.